Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren, im wahrsten Sinne des Wortes, kleinen IP-Kamera-Review heute. Das hier ist mal wieder so eine winzige, smarte Indoor-IP-Kamera. Das ist die Minicam aus der LaxiHub-Serie oder LaxiHub, die mit der entsprechenden App für Android und iOS nutzbar ist. Und zu diesem Smart-Home-Angebot, welches übrigens von Arenti stammt, das können wir hier ganz unten in ganz klein sehen. Dazu gehören auch noch weitere Geräte, verschiedene Kameras, Smart-Hub-Zentralen und auch, glaube ich, einige Steuerungsgeräte, die ich jetzt nicht hier habe. Ich habe jetzt hier erstmal nur die Indoor-Kamera, die wir ja schnell aufstellen und mit der App dann weltweit nutzen können. Hier sehen wir die Features, die hat Nachtsicht, eine Zwei-Wege-Audio-Funktion, damit wir zur Kamera sprechen können, einen intelligenten Erkennungsmodus für menschliche Formen, damit die keine Fehlalarme auslöst, Soundalarm kann bei Überschreitung einer bestimmten Lautstärke ausgelöst werden und sie unterstützt sogar das 5 GHz WLAN-Band. Bildaufzeichnungen sowohl von Alarmdaten als auch Daueraufzeichnungen wahrscheinlich in die aber mit Kosten verbundene Cloud oder alternativ auf eine einlegbare MicroSD-Karte. So, habe ich genug erzählt, würde sagen, wir öffnen das Ganze mal hier. Da bekommen wir erstmal hier oben eine kleine Zubehörbox. Darin haben wir erwartungsgemäß das Anschlusskabel, ein USB-C auf USB-A-Kabel, dürfte auf jeden Fall 3 Meter lang sein. Und dann haben wir hier ein weißes Netzteil mit USB-Ausgang, nicht allzu stark, 5 Volt und 1 Ampere. Das sollte aber für den Betrieb einer solchen kleinen Kamera hier ausreichen. Dann gibt es ein bisschen Papierkram, Bedienungsanleitung und einen Überwachungsaufkleber. Ach so, das ist zum Innenankleben für die Innenseite der Scheibe. 24/7 Protected by Arenti. Ja, wenn der Einbrecher dann kein Englisch kann, ist auch das ein Problem. Deutet jetzt auch nicht so unbedingt auf Videoüberwachung hin, der Aufkleber auf den allerersten Blick, sondern mehr auf die Marke hier als alles andere. Naja, ich schütte den Rest mal eben hier aus. Da kommt nämlich unsere wirklich winzige LaxiHub-Kamera hier zum Vorschein. So, haben wir die mal eben befreit. Dann zoome ich da drauf und wir befreien die auch noch von der letzten Folie hier. Dann bekommen wir wieder ein bisschen schöne Klavierlack-Optik zu sehen. Darunter dürften sich die Infrarot-Nachtsicht-LEDs befinden. In der Mitte das Full-HD-Objektiv. Eine LaxiHub-Aufschrift in dem vertieften Mittelteil hier. Das ist ein interessantes Design. Ist aber nicht irgendwie schwenk- oder drehbar oder sowas, was man hier vielleicht meinen könnte. Das ist eine starre Kamera. Die können wir hier unten, das dürfte wahrscheinlich ein Magnetfuß sein, gehe ich von aus. Können wir die irgendwo aufstellen oder natürlich auch auf den Tisch und dann ja wunderbar bequem an diesem Gelenkfuß ausrichten. Das funktioniert sehr schön und geschmeidig. Hier hinten dran haben wir dann den Lautsprecher und den USB-C-Anschluss für die Stromversorgung. Das ganze Unterteil hier, das kann man wahrscheinlich runternehmen. Mal eben schauen, ganz genau. Dahinter dürfte sich dann der Einschub für die MicroSD-Karte verbergen. Außerdem ein kleiner Reset-Taster. Wie gesagt, ihr könnt die Cloud-Funktion nutzen, die von Arenti zur Verfügung gestellt wird. Ansonsten könnt ihr hier für die lokale Speicherung eine MicroSD-Karte einlegen. Das hier wirkt auf jeden Fall solide mit der Metallschale dahinter. Überhaupt das ganze Gerät durch seine matt-weiße Optik hier finde ich relativ hochwertig designt für die Preisklasse. So, dann haben wir noch die Schnellstartanleitung. Die wird erwartungsgemäß wahrscheinlich nicht viel beinhalten. Mal eben kurz schauen, die ist mehrsprachig. Deutsche Version hier weiter hinten. Da seht ihr nochmal eben die technischen Daten ausführlich. Könnt ihr euch gerne anhalten. Ja, und dann eigentlich nur den Hinweis auf die Arenti-App, mit der wir nämlich die Ersteinrichtung und dann auch später die Nutzung der Kamera durchführen. Ich befürchte oder vermute, dass sich diese Kamera nicht mit irgendwelchen offenen Videostandards wie zum Beispiel dem Realtime-Streaming-Protokoll nutzen lässt. Das wird ein geschlossenes proprietäres System hier von Arenti sein. Kleiner Einschub an der Stelle, da hätte ich wohl die Bedienungsanleitung mal aufmerksamer gelesen. Unter Protokolle finden wir tatsächlich hier ganz hin das RTSP-Protokoll. Das kann natürlich auch bedeuten, dass das intern hier in der Arenti-App verwendet wird. Das heißt jetzt nicht, dass das offen liegt, aber das werden wir uns später im Verlauf des Reviews noch anschauen. Ich versorge die Kamera jetzt mal hier mit Strom über das kleine USB-C-Steckerchen. Dann geht hier unten übrigens eine rote Status-LED an, können wir sehen.
Und in der Zwischenzeit habe ich schon die Arenti-App installiert. Die starte ich mal. Dort müssen wir uns einen Account anlegen. Auch das habe ich schon getan. Und die Kamera hat uns ein Audiosignal gegeben, dass sie, denke ich mal, für die Einrichtung bereit ist. Die App, die ist hier aufgeteilt in unsere Geräteliste, welche noch leer ist. Hier unten die Aufzeichnungen, das schauen wir uns gleich alles an. Erstmal würde ich sagen, fügen wir mit dem Plus hier oben ein neues Gerät hinzu. Dort haben wir dann diverse von Arenti angebotene Smart Home Geräte, zum Beispiel hier die Kameras. Da ist es natürlich ein bisschen unpraktisch, dass hier keine Modellbezeichnungen beistehen. Ist das hier meine... Okay, Gerät ist eingeschaltet. Ich glaube aber, das hier ist die kleine Kamera. Ja, Gerät ist eingeschaltet. Deswegen gehe ich auf Weiter. Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten. Warten Sie, bis die Kontrollleuchte rot blinkt. Ja, schön, dass man hier so ausführliche gesprochene Informationen auch bekommt. Also die Kontrollleuchte blinkt schon. Ich nehme ja auch mal an, dass ich die Kamera nicht nochmal resetten muss, nachdem ich die gerade erst ausgepackt habe. Deswegen gehe ich mal auf Weiter. Dann wählt ihr jetzt hier euer WLAN-Netzwerk aus, falls das nicht schon automatisch geschehen ist. Idealerweise seid ihr auch mit dem Smartphone jetzt mit dem gleichen WLAN-Netz verbunden, in das die Kamera rein soll. Die Kamera kann übrigens, sagte ich euch ja eingangs schon, entgegen vieler dieser kleinen Smart-Home-Kameras auch in 5 GHz WLAN-Netze eingebunden werden. Ich stecke die jetzt mal hier trotzdem klassisch in ein 2,4 GHz Netz rein. Hier müssen wir nochmal eben unsere WLAN-Daten bestätigen. Zwölf Sekunden später. Ja, wir bekommen jetzt hier einen QR-Code angezeigt, den wir mit der Kamera abscannen müssen. Schauen wir mal eben, ob das hier in dem Licht funktioniert. Hab den Ton gehört. Anschließend, bitte warten Sie einen Moment. So, schön mit den sehr gut verständlichen Aussprachen hier. Und das ging sehr, sehr schnell. Gerät gefunden, mein Gerät erledigt. Ja, und da haben wir schon das Vorschaubild. Ich drehe die mal ein bisschen weg. Es ist spät nachts und ihr wollt mich nicht unbedingt sehen jetzt. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, schon die erste Benachrichtigung bekommen. Ganz genau. Wir haben eine Bewegung erkannt, eine Alarmmeldung. Die können wir auch wahrscheinlich, genau, hier unten unter Mitteilungen und dann unter Alarmmeldungen. Dann haben wir hier die Bezeichnung unserer Kamera. Die kann ich bestimmt gleich auch noch besser anpassen. Ja, und dann sehen wir hier schon das Video, welches er gerade aufgezeichnet hat, beziehungsweise zwei Standbilder jetzt in dem Fall. So, wir schauen uns jetzt mal eben an, was wir mit der App hier alles machen können. Das hier wäre die Startseite. Da können wir uns auch ein Gitternetz anzeigen lassen. Ja, da hört ihr schon, dass die Audiofunktion aktiv ist. Ihr hört mich jetzt hier durch den kleinen Kameralautsprecher reden. Und ja, hier kann ich mir weitere Kameras offensichtlich, jetzt habe ich die weggeschoben, nicht nur von Arenti, sondern wahrscheinlich auch von Drittherstellern noch einbinden in diese App. Wir werden später aber auch noch herausfinden, ob sich diese Kamera in Drittherstellersoftware einbinden lässt. Da bin ich auch noch gespannt. So, erstmal machen wir jetzt hier weiter. Schauen wir eben auf das Live-Bild. Ja, da gibt es jetzt erstmal ein Firmware-Update. Das schieben wir auf jeden Fall mal eben rein. Das dürft ihr natürlich überspringen. Bis gleich. So, das haben wir erledigt. Das ist sehr schön. Jetzt schauen wir mal eben, was wir hier in der App machen können. Wenn ich die Kamera auswähle, dann hört ihr wieder die Audiofunktion. Die kann ich jetzt hier erstmal stumm schalten. Das war jetzt von der Kamera zum Handy gerade übrigens. Und ich kann natürlich auch vom Handy zur Kamera sprechen, wenn ich den Lautsprecher hier aktiviere. Genau, da muss ich dann die Berechtigung erstmal erteilen. Und anschließend kann ich den gedrückt halten wahrscheinlich. Nee, einmal drücken. Und ja. Hätten wir das auch. Dann können wir hier ein Standbild in der App schießen. Das wird in den lokalen Handyspeicher reingeschrieben. Ebenso ein Videobild, welches wir hier starten können, die Aufzeichnung, und mit der gleichen Taste wieder stoppen können. Qualität steht im Moment übrigens auf SD, also auf kleiner Qualität. Da können wir hier oben noch HD und Full HD auswählen. Das wäre natürlich mal hier die bevorzugte Wahl. So, dann schauen wir uns mal hier
die Qualitäten in der Nahaufnahme an. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus hier in meiner kleinen Technik-Ecke. Scheint jetzt nicht unbedingt den besten Autofokus hier bei nahen Objekten zu haben, aber das muss sie auch nicht unbedingt als Überwachungskamera. Dann kann ich das Bild hier noch in den Vollbild schalten. Genau, da habe ich auch hier unten die gleichen Bedienelemente, die ich auch hier im Hauptbildschirm habe. Und da war meine Kamera kurz weg. Jetzt ist sie glücklicherweise wieder da. Das ist erfreulich. Hier kann ich noch nach links wischen. Da habe ich hier, die Bewegungserkennung kann ich hier ausschalten, damit mich das hier oben nicht die ganze Zeit nervt mit den Push-Benachrichtigungen. Aber wir schauen uns auch nochmal eben genau hier unten die Einstellungen der Kamera an. Dort können wir dann wahrscheinlich hier unter anderem auch genau die Alarmeinstellungen festlegen, die Push-Benachrichtigungen am Handy auch hier generell deaktivieren, die Empfindlichkeit für die Bewegungserkennung und außerdem hier kann die Kamera versuchen, nur ja, nach Menschenformen sozusagen zu suchen im Bild und andere Alarme, zum Beispiel durch Katzen oder rumwehende Blätter, auszublenden. Ein Alarmbereich kann im Bild festgelegt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur möchte, dass auf der Tür hier hinten nach Bewegung kontrolliert wird, dann könnte ich diese Bereiche scharf stellen, indem ich die hier in schöner oranger Farbe markiere. Das würde ich dann hier oben speichern. Ich möchte aber das ganze Bild auf Bewegung kontrollieren, deswegen lasse ich das mal so. Empfindlichkeitseinstellung, wie gesagt, da oben. Und außerdem können wir auch noch den Alarm durch Geräuscherkennung einschalten. Den Pegel, den können wir dann genau hier wahrscheinlich auch noch festlegen, wenn wir das aktiviert haben. Ich möchte aber das Ganze nur aufs Videobild beschränken. Hier in der Kategorie Grundfunktion können wir das Bild zum Beispiel in Home-Assistenten wie Alexa oder Google Assistant einbinden oder Google Home heißt da, glaube ich. Das ist aber, glaube ich, nur sinnvoll, wenn man eine sogenannte Alexa-Show hat, also mit Bildschirm und nicht den normalen Alexa Echo Dot zum Beispiel. Darauf habe ich leider keine Antwort. Ja, ich auch nicht. Aber vielleicht die erweiterten Funktionen noch. Die ONVIF-Einstellungen, das ist insofern interessant, dass die Kamera ihr Videobild hier offensichtlich doch über offene Standards zur Verfügung stellt. Hier müssen wir mal eben ein Kennwort vergeben, um auf diesen Videostream zugreifen zu können. Und dann würde ich nämlich sagen, hier sehen wir die IP-Adresse, würde ich sagen, wir probieren das gleich direkt mal vom PC aus, ob wir hier in Drittherstellersoftware, wie zum Beispiel auch dem quelloffenen VLC-Player am PC oder anderen Lösungen hier drauf zugreifen können. Das wäre sehr ungewöhnlich eigentlich für so eine kleine Plug-and-Play-Smart-Kamera. Das sind normalerweise meiner Erfahrung nach komplett geschlossene Systeme, wo man mit Protokollen wie RTSP oder ONVIF eher nicht rankommt. So, hier unten kann man das Gerät noch löschen. Ansonsten habe ich euch im Prinzip zur App alles gezeigt. Die App selber hat auch noch ein paar Einstellungen. Die waren hier vorne im Konto. Ja, war aber uninteressant. Hier in der Kategorie Szene können wir übrigens ja bestimmte Ereignisse auslösen, wenn wir weitere Smart Home Geräte von Arenti haben, was jetzt bei mir leider hier nicht der Fall ist. Hier könnt ihr dann entsprechende Ereignisketten einkonfigurieren, zum Beispiel, wenn ein Fenster geöffnet wird und der entsprechende Sensor das erfasst hat, kann die Kamera irgendwas aufzeichnen oder ein anderes Gerät eine andere Aktion ausführen. Das könnt ihr hier ja alles festlegen, brauche ich euch jetzt nicht im Detail zeigen. Was an diesen kleinen Plug-and-Play-Kameras natürlich immer schön ist, dass man sie im Grunde fast völlig autark machen kann, zumindest vom Stromnetz, wie ihr hier mal eben sehen könnt. Das ist der Beweis mit einer Powerbank. Die zieht auch wirklich nicht viel Strom, lässt die sich durchaus einige Stunden betreiben. So kann man diese Kameras immer mal spontan irgendwo aufstellen, wo es vielleicht gerade keine Stromversorgung gibt. Klar, ein WLAN-Netz brauchen sie natürlich, sie haben keine Mobildatenverbindung oder sowas. Dann wären sie natürlich super unabhängig. Aber das hier ist auf jeden Fall auch schon mal eine coole Geschichte. Ich habe mir jetzt hier aus meinem Router nochmal die IP-Adresse der Kamera rausgeholt. Die wurde ja gerade praktischerweise auch schon in der App angezeigt. Dann habe ich mal in die iSpy IP-Kamera-Datenbank geschaut. Dort kann man viele, viele Details zu Protokollen und ja, Login-Details und sowas erfahren, die viele IP-Kameras nutzen. Unter anderem auch Kameras von Arenti. Das sah also vielversprechend aus, also habe ich mal meinen VLC-Player angeschmissen und einen Netzwerkstream geöffnet, nämlich genau diesen hier. Das blöde Passwort Yogi285, das hatte ich ja gerade in den Einstellungen, in den ONVIF-Einstellungen ausgewählt. ONVIF ist wie gesagt ein weiterer Videoübertragungsstandard. Wir machen das jetzt hier über das Realtime-Streaming-Protokoll, wie wir schon anhand dieser URL sehen können.
Und wenn wir die aufrufen, dann überrascht mich, wie gesagt, sehr, dass wir hier einen entsprechenden Stream zur Verfügung gestellt bekommen, der auch sehr verzögerungsfrei und jetzt hier wirklich rein im lokalen Netzwerk zu empfangen ist. Das ist sehr erfreulich und das hat man bei solchen kleinen Plug-and-Play, smarten WLAN-Kameras, wie man sie auch immer nennen will, meistens eher nicht. Die verwenden, wie gesagt, meistens völlig geschlossene Systeme. Umso erfreulicher, dass das hier möglich ist und man das Videobild so zum Beispiel auch in andere Smartphone-Apps und weitere Hard- und Software einbinden kann. Ansonsten ist das Ganze natürlich wieder mal nichts für den professionellen Anwender, bis jetzt auf die Möglichkeit, den Stream per RTSP und Co. abzurufen. Das ganze Restkonzept der Kamera ist natürlich auf den eher unerfahrenen User ausgelegt, der die Kamera anschließt, schnell in sein WLAN integrieren möchte und dann auch problemfrei von weltweit aus erreichbar haben möchte. Das alles funktioniert gut, das Videobild ist auch in Full-HD-Qualität immer stabil verfügbar. Man hat da maximal eine Sekunde Verzögerung drin, meistens so ein Drittel bis eine halbe Sekunde, würde ich sagen, ist absolut erträglich. Ja, und in dem Sinne gebe ich der Kamera auf jeden Fall ein Lob raus, die ist auch super preisgünstig und als kleines Extra, wie gesagt, die Möglichkeit, den Videostream doch noch irgendwo anders mit einzubinden. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid, wünsche euch wie immer einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade so Feines treibt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.